Hallo, mein Name ist Susie Morris. Es gibt Ölbilder, die ich zu einem späteren Zeitpunkt weiter bearbeiten möchte. In der Zwischenzeit schütze ich diese mit einem Zwischenfirnis. Wenn ich allerdings mit einem Ergebnis zufrieden bin und das Werk vollendet ist, verwende ich einen Schlussfirnis. Dieser Schlussfirnis verleiht den Farben eine größere Tiefe und sorgt für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish des Bildes, sei es seidenglänzend, matt oder glänzend. Schminke bietet verschiedene Firnisse für Ölgemälde an, die sich im verwendeten Material unterscheiden. Einige enthalten traditionelle Inhaltsstoffe wie Naturharze, zum Beispiel Damar oder Mastix. Andere enthalten synthetische Harze, die leichter und stabiler sind und eine höhere Flexibilität haben als Naturharze. Ich habe einige Tipps, die Ihnen helfen, Ölgemälde zu firnissen. Das Wichtigste hierbei ist, dass das Bild komplett getrocknet ist, bevor ein Schlussfirnis aufgetragen wird. Je nach Schichtdicke braucht ein Ölgemälde mindestens 6 Monate zum Trocknen. Bei besonders dicken Farbschichten kann es auch Jahre dauern. Der Trocknungsprozess von Ölfarben dauert einfach lange, selbst bei dünnen Farbaufträgen bis zu mehrere Wochen. Ich empfehle den Auftrag von Schlussfirnis daher erst nach 8 bis 12 Monaten Trocknungszeit. Die Bildoberfläche muss staubfrei sein. Ich entferne den Staub hier mit einem Zeichenbesen aus Ziegenhaar von Da Vinci. Wenn Sie das Bild firnissen, beachten Sie bitte, dass das Gemälde sowie der Firnis Raumtemperatur haben. Außerdem ist es gut, speziell zum Firnissen vorgesehene Pinsel zu verwenden. Matte oder seidenmatte Firnisse müssen vor der Verwendung gut geschüttelt werden, damit das Mattierungsmittel, das sich über einen längeren Lagerzeitraum absetzen kann, überall im Firnis gleich verteilt ist. Zum Firnissen sollte sich das Gemälde entweder flach auf einem Arbeitstisch befinden oder aber senkrecht auf einer Staffelei stehen. Tragen Sie den Firnis dünnschichtig auf, arbeiten Sie schnell und verwenden Sie einen breiten, weichen Firnispinsel. Ich nehme gerne den weichen Ponyhaarpinsel von Da Vinci und arbeite in breiten, gleichmäßigen Streifen von oben nach unten auf einem flachen Grund. Wenn ich mich für eine zweite Firnisschicht entscheide, so trage ich diese rechtwinklig zum ersten Auftrag auf. Schlussfirnisse schützen Ihr Bild vor Staub oder Verschmutzung, vor Fingerabdrücken sowie Feuchtigkeit. Außerdem verstärken sie die Tiefenwirkung der Farben. Sprühfirnisse eignen sich sehr gut für unebene Bildoberflächen oder wenn Sie das Auftragen des Firnisses mit einem Pinsel schwierig finden. Sprühfirnisse sollten auf ein senkrecht stehendes oder leicht geneigt stehendes Bild im Abstand von 30 bis 40 cm von links nach rechts und von oben nach unten aufgetragen werden. Beachten Sie bitte, dass Sie die Sprührichtung immer außerhalb des Bildes ändern. Wenn der Sprühkopf längere Zeit nach unten gehalten wird, fällt der Druck innerhalb der Dose. Dies kann zu einem ungleichmäßigen Sprühnebel führen. In diesem Fall drehen Sie die Dose um und reinigen Sie den Sprühkopf durch kurzes Sprühen. Alle diese Schlussfirnisse können von der Oberfläche wieder entfernt werden, zum Beispiel mit Lösemitteln wie Terpentinöl, Terpentinersatz oder Firnisentferner. Dies sollte jedoch nur sehr vorsichtig erfolgen und idealerweise durch einen Fachmann mit entsprechendem Restauratorenwissen. Man sollte auch wissen, dass Firnisschichten nicht über einen speziellen UV-Schutz für die verwendeten Farben verfügen. Aus diesem Grunde kann ich immer nur wieder empfehlen, hochqualitative Farben mit hohen Lichtechtheiten zu nehmen. Deswegen verwende ich immer Schminkefarben. Und wie immer gilt, für weitere Informationen zu allen Schminkeprodukten empfehle ich die Schminke-Website. Künstler finden hier ausführliche und hilfreiche Informationen von Sicherheitsdatenblättern bis hin zu Anleitungen, wie alle Produkte zu verwenden sind.